Hallo in die Runde, der Bau aus dem Mark, heute für Alice von Deutschland. Die haben gestern gesagt zu mir, mach doch mal ein Video über den Paragraph 148. Also zur Aufklärung, ich bin ja auch kein Milchbauer, ich habe mit mir von Marc und Stefan erklären lassen, wie das zusammenhängt. Also Paragraph 148 sagt für die Milchbauern aus, ihr kriegt einen Vertrag von der Molkerei mit einem feststehenden Preis. Und in dem Preis ist verankert, wie viel Menge, wie viel Inhaltsstoffe pro Kilogramm und so weiter. Gut, Kilogramm für die, die den nicht kennen, die Milch wird heute noch nach Kilogramm abgerechnet, nicht nach Liter. So, und dann haben sie einen festen Wurf, wo sie sagen können, okay, damit kann man kalkulieren. Denn wenn wir was anderes bestellen, wie zum Beispiel Futter oder Diesel oder die Lohnkosten, die sind alle festgelegt. Stundenlohn oder Preis pro Tonne oder Preis pro Liter bei Diesel oder Heizöl und so weiter. Das ist alles festgelegt. Nur der Milchpreis ist nicht festgelegt. Also können die Bauern nicht so recht kalkulieren, weil wenn sie gemolken haben, ganzen Monat, kommt irgendwann die Milchabrechnung, dann triefen sie alle die Nase, weil der Milchpreis im Keller ist. Die wissen nicht vorher, was sie bis jetzt gemolken haben an Preis. So, und wer ist daran schuld, dass das jetzt nicht so zügig geht? Also die Grünen sind dafür, muss man ihnen da sagen. Die Grünen sind dafür, dass dieser Paragraph angewendet wird. Aber wer ist dagegen? Das sind die Raiffeisenverbände. Der Raiffeisen-Gedanke war ja damals mal gewesen, genossenschaftlich denken, dass alle den gleichen Preis, alle die gleichen Chancen haben. Also der Gedanke ist schon verloren gegangen. Denn der Bauernverband, der große, große Bauernverband mit dem Bauernführer Rufit, die sind dagegen. In den neuen Bundesländern sind die hauptsächlich dafür, die Bauernverbände. Und der LSV ist dafür mit den angeschlossenen Landesverbänden vom LSV. Die sind dafür. Wer ist noch dagegen? Stimmt, die Schwarzen. Wer? Ah, Herr Merz und seine Truppenteile hier. Na, die ganzen Fähnchenträger da. Also die, die nach dem Wind die Fahne halten. So wie Merz ja immer schon bis jetzt geschafft hat. Und immer nach dem Munde reden. Und dann die Gelben. Ja, da waren damals zwei am Brandenburger Tor. Wisst ihr noch, 2019, als die große Bauerndemo war? Da waren noch zwei. So eine riesen Redenschwinger. Dr. Gero Hocker und Lindner. Lindner hat ja am 16. Januar noch so eine Rede gesprochen da am Brandenburger Tor. War böse. Da hat er uns den Diesel gestrichen. Weil wir alle sparen müssen. Hinterher haben sich Diäten erhöht. Ja, da können sie lange von leben, von unserem Dieselpreis. Tja, also. Augen auf bei der Wahl. Apropos Wahl, ist da nicht jetzt bald wieder Bauernverbandswahl, wo sie den Präsidenten wählen? Denkt dran, wählt doch mal einen, der einen Arsch in der Hose hat, der Rückgrat hat und der gerade steht und nicht nach der Pfeife tanzt, die Schwarzen oder Gelben blasen. Mir ist es ja so, wie wenn der Bauernverbandsführer immer so, naja, vielleicht werde ich ja Minister im Kabinett Schwarz-Grün. Also, denkt dran, wen ihr wählt, was ihr wählt und warum ihr den wählt. Bis denn. Der Bauer aus der Mark.